Ja, moin moin Leute und willkommen zurück bei Dead by Daylight. Eigentlich wollte ich ja die Killerrunde machen, sag ich ja in dem anderen Video der wo ich die ganzen neuen Skins vorstelle. Aber ich habe als Killer irgendwie keine Lobby gefunden. Deswegen dachte ich mir, ich mache erstmal eine Survivor-Runde. Vielleicht spielen wir gegen den Clown. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, sehr hoch, denn warum sollte man sonst die Public-Test-Kacke hier spielen? Nein, Kacke ist es nicht. Es ist schon nice, aber wir spielen gegen Anna. Wahrscheinlich so eine Anna mit Bärenkopf. Sie jagt auf jeden Fall jemanden. Oh, sie hat den David erwischt. Der ist übrigens als Shortless David unterwegs. Ah, sie ist die Pussycat. Lauf! Ich habe keine Ahnung, was dieses neue Perk da wirklich macht. Hä? Sie hat die nächsten. Ja, sie geht auch nicht weg, ne? Fucking Camperin. Run, 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 run. Oh, was war das? Alter. Horrorleck des Todes. Hat sie das gesehen? Okay, sie hat's gesehen. Scheiße. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal versuchen, eine Killerrunde zu machen. Aber ich kann nichts versprechen. Wie gesagt, ich habe keine Survivor gefunden. Ich bin auch tatsächlich als, hey! Dein Scheiß Ernst? Hässliche Pussycat! Ich bin auch tatsächlich als Survivor einmal aus dem Lobby-Suchdings rausgeflogen, aus dem Suchscreen. Sagen wir einfach aus der Lobby. Ja. Übrigens, das ist das Shirt, was sie im Trailer trägt. Ja, das hat man als Standard-Zweit-Shirt oder Erst-Shirt. Das ist das erste in der Auswahl und das zweite hat man automatisch an. Wenn nicht, spiele ich einfach eine Runde mit der Bärenkopf-Anna. Ich würde schon gerne ihr Perk mal ausprobieren. Shortless David, wo bist du? LOL. Theoretisch habe ich jetzt für 3 Sekunden keine Spuren hinterlassen. Theoretisch. Ist hier oben noch? Nein, hier ist nichts. Sie haben alles mitgenommen. Hey, Shortless David, komm mal her. Von dir lasse ich mich gerne betatschen. Komm schon, Bruder, mach nicht diesen. Oh, na gut. Worken wir halt hier dran. Sie hat bestimmt nöt.
Also ich bin nicht daran interessiert, dass wir hier auch nur irgendwie gutartig, großartig punkten. Er scheinbar schon. Ich werde auf jeden Fall, das hier wird mein neuer Favorite Survivor. Ich mag sie. Sie sieht nice aus, mir gefällt sie. Fu! Lauf! Ich hab dir das scheiß Leben gerettet. Dank es mir, indem du überlebst. Oh, hat die ihn Oh, der Schrei tut weh in den Ohren. Also dafür, dass du eine Sängerin bist. Aua. Ach, guck mal hier. So langsam müssen wir dann auch mal einen Gen machen. Ja, hier. Danke. Ich bin schon etwas länger verletzt als du, meine Liebe. Ah, das ist der David. So, komm, jetzt lass uns hier mal together worken. Nein! Er hat doch noch Zeit. Sie campt doch. Naja. Muss ich bloß gucken, wie ich das hier morgen hochlade. Denn wenn ich das heute Nacht schneide... Das Problem ist, ich stehe morgens immer sehr spät auf. Also ich fange um 9.15 Uhr an zu arbeiten und stehe um 8.15 Uhr auf. Das heißt, in der Zeit kann ich nichts hochladen. Außer ich stehe morgen mal ein bisschen früher auf und packe den Scheiß in den Upload. Das werde ich mal versuchen. Bruder, wenn du mir vorbeiläufst, ne, dann... Achso, du willst mit worken. Work, 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 work. So, der andere Ausgang war auf der Seite. Nein! Bringen Sie doch nicht zu mir! Das ist unnötig. Das Ding ist, sie wird hier nicht... Claudette! Komm, wo bist du? Ich will sie nicht alleine sterben lassen. Ah, sie ist raus. Noch
nochmal auf mich aufmerksam gemacht. Und bye bye. Ach, jetzt war das Perk aktiviert. Ich habe davon gar nicht beim Schrank drauf geachtet, aber jetzt, also wenn wir Paletten umschmeißen, wirkt es auch. Nice. Ja, das war eine Runde mit der neuen Survivorin. Wow. Wow. Das war gerade geil. Jetzt werden wir sehen, wir bekommen 18.000 Punkte haben wir bekommen. Die sind wahrscheinlich nur für Public Test. Blutsplitter. Oh, hilfsbereit habe ich Schillend. Schaffe ich normalerweise nicht. Okay, wir kriegen jetzt XP. Level up. Dafür kriegt man Blutsplitter. Nice. 45. Emblem-Bonus 18. Cool. Ah, Bricktop ist auf jeden Fall schon ein fortgeschrittenerer Spieler. Ja. Eventuell kommt da noch eine Folge mit dem Killer-Clown. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt nochmal versuchen, eine Runde zu spielen. Ansonsten, ja, ansonsten, ich weiß nicht, wie lange das hier im Testbild online ist, ob das jetzt bis zum Release in einem Monat online ist. Also das DLC kommt Ende Juni, wahrscheinlich Anfang Juli, habe ich ja schon im Stream gestern erwähnt. Und ja, mal schauen. Ich versuche nochmal eine Killerrunde zu kriegen. Ich würde dann nämlich auch gerne jetzt langsam oder hier nach wieder auf den normalen Server in Dead by Daylight spielen, um Punkte zu farmen. Ihr Lachen ist cool. Ich mag sie. Sie ist nice. Sie muss unbedingt ins Spiel. Also ich freue mich drauf, in einem Monat neues DLC, neues Chapter und dann wird wieder Dead by Daylight. Ja, ich habe gerade auch richtig Bock drauf auf das Spiel. Sonst hätte ich hier kein Video rausgehauen. Ich glaube, man hört es auch, dass ich impressed bin. Also Props an die Entwickler. Nice Änderung. Nices Feature und wir sehen uns demnächst im Stream, in Videos. Schaltet ein. Bis dahin, haut rein.